ist eure Dore Engel und Christina Peps Interview den 23.10.21. Ja, wo hast du uns gefunden? Hallo erstmal. Ich habe euch bei der Online-Radio-Box gefunden, weil ich da immer auf der Suche bin, so nach neuen Radios, die Künstler spielen, Singer-Songwriter und so weiter. Und ja. Ja, Christina, wo kommst du her? Ich komme aus dem schönen kleinen Saarland. Wo liegt das? Das ist im Südwesten Deutschlands. Das ist super, das ist doch total schön da. Wie kamst du zu Musik? Eigentlich habe ich schon als Kind gesungen und dann habe ich es ein bisschen weiter ausgebaut mit Gesangsunterricht und Studioaufnahmen. Wie kamst du zu deinen Texten? Die ersten beiden Texte bekam ich ja, wie gesagt, geschrieben. Und der dritte Text handelt von dem Aus einer langen Beziehung. Und da hat eine Künstlerin gesagt, Christina, schreib doch mal deinen eigenen Text darüber, um das alles auszudrücken und zu verarbeiten. Kamst du das Video? Zum Video kam es auch ziemlich spontan. Da habe ich einen jungen Mann kennengelernt in einem Projekt. Und der hatte gesagt, dass er halt filmt, was halt nicht zu teuer ist, ne? Zu einem Freundschaftspreis dann halt. Und genau, der hat mir das dann aufgenommen und wir hatten die Ideen entwickelt, wie wir das alles drehen, mit dem Papier rausreißen, Ring wegwerfen und so weiter. Wie groß willst du werden? In welchem Raum soll es in Zukunft werden? Aktuell ist es eigentlich noch Hobby, aber ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn es halt größer werden würde. Alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 32. Jung oder alt, kann man jetzt sich aussuchen. Hast du noch Fragen an uns? Ich bin auf die Idee gekommen, ein eigenes Radio zu gründen. Ja, wir waren so in mehreren Radios und wir wollten gerne ein eigenes aufmachen. Und so sind dann auch unsere Freunde und Bekannten von früher teilweise zu uns gekommen. Ja, und jetzt stehen wir fast zu 15 Modis sind wir. Das ist doch sehr schön, so eine richtige Familie. Ja, und unser Radio heißt Wikia Radio und wir führen auch mit Handicap. Sind wir ganz groß bekannt dafür. Das finde ich sehr schön, denn meistens werden ja kranke Leute überall ausgeschlossen. Richtig. Hier ist Christina Betz und ihr hört, das Leben geht weiter, bleib wo du bist, bei daswikingerradio.de.